Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Knapp an die 50% aller Bücher, die ich im Jahre 2021 gelesen habe, waren Teil einer Buchreihe. Und in diesem heutigen letzten Jahresrückblick-Video möchte ich mit euch genau über diese Bücher reden. Genauer gesagt, ich rede heute mit euch über die Reihen, die ich 2021 begonnen oder auch beendet habe. So habe ich dann also auch einen besseren Überblick über was für Reihen überhaupt hier noch so rumfliegen und wo ich vielleicht mal weitermachen müsste. Ich erzähle euch natürlich auch, wie mir die Reihen so gefallen haben, ob ich überhaupt weiterlesen möchte, wenn ja, wann und wie das alles so bei mir aussieht. Wir fangen mal an mit den Reihen, die ich 2021 beendet habe. Und das war direkt schon im Januar das Gold der Krähen von Liber Dugo, der zweite Band der Krähen-Dilogie. Eine der Reihen aus dem Grisha-Verse. Es soll irgendwann wahrscheinlich nochmal einen dritten Band mit den Charakteren aus den Krähenbüchern geben, hat Liber Dugo schon angekündigt, aber inwiefern das dann dazugehört, ja, weiß ich jetzt ja noch nicht, und da es das Buch auch noch nicht gibt und das auch als Abschluss gedacht war, behandle ich das jetzt auch so. Ich habe das Gold der Krähen gelesen, es hat mir sehr gut gefallen, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als das erste Buch, das Lied der Krähen. Generell ist das Grishaverse eine Reihe oder ein Universum, das ich total gerne mag. Ich finde die Welt von Liber Dugo ist wirklich cool und auch echt originell. Und ich habe schon hier stehen King of Scars, der erste Band dieser Dilogie, King of Bla. Ich habe keine Ahnung, ob das auch einen extra Namen hat. Auf jeden Fall King of Scars und King of noch irgendwas. Und King of Scars muss ganz bald gelesen werden. Da habe ich echt ganz viel Lust drauf. Ja, und dann hatte ich in meinem Jahresstatistiken-Video fälschlicherweise gesagt, ich hätte nur eine Reihe 2021 beendet. Das stimmt aber gar nicht. Ich hatte eine Reihe fälschlicherweise zu den begonnenen Reihen gezählt, obwohl ich die beendet habe. Und das ist die Weltenwanderer-Reihe von V.I. Schwab. Der letzte Band hier eben, die Beschwörung des Lichts. Der erste Band heißt Vier Farben der Magie und der zweite, glaube ich, die Verzauberung der Schatten. Ja, da steht er. Ja, so heißt das auch. Ich hatte irgendwie diese Reihe gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich sie letztes Jahr gelesen habe. Für mich ist es schon ewig her und ich glaube, es ist auch Anfang des Jahres gewesen, dass ich den dritten Band und den finalen Band gelesen habe. Und so gefühlt ist das schon ewig her. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich vergessen habe, diese Reihe dazu zu zählen. Das ist eine Trilogie, eine Fantasy-Trilogie. Es geht um einen Jungen oder einen jungen Mann, der zwischen vier verschiedenen Parallelwelten wandern kann. Er ist der letzte der Weltenwanderer und dann nimmt er eine dunkle Bedrohung aus einer anderen Welt mit in sein Königreich. Und diese Trilogie von V.I. Schwab ist grandios gut. Mir hat die wirklich extremst gut gefallen. Ich hatte ganz viele tolle Stunden mit diesen Büchern. Eine der wenigen Fantasy-Trilogien, wo ich sage, der zweite Band war der beste. Das kommt echt selten vor. Mir würde jetzt so spontan nur noch die Tribute von Panem einfallen, wobei das ja keine Fantasy ist, wo auch der zweite Band meiner Meinung nach am besten ist. Und deshalb, da kann ich leider nicht weiterlesen. Wie gesagt, es ist eine beendete Reihe, aber ich möchte ganz bald mehr von V.I. Schwab lesen. Ja, dann können wir noch kurz anreißen, eine Reihe, die ich begonnen habe, Doors von Markus Heitz. Das ist, da gibt es schon zwei Staffeln, so heißen die. Und zwar sind das immer drei Bücher, die zusammengehören. Doors, Staffel 1 sind Fragezeichen, Ausrufezeichen und X. Und diese Bücher sind ganz besonders, denn die ersten 80 Seiten sind immer gleich. Und dann passieren drei unterschiedliche Dinge und jedes der drei Bücher deckt eine dieser drei Sachen ab. Hier in der ersten Staffel von Doors ist es eine Expedition, die zusammengestellt wird, die in einem Höhlensystem die junge, vermisste Tochter eines steinreichen Millionärs suchen soll. Und dann kommen sie nach diesen 80 Seiten an einen Punkt in dieser Höhle, wo sie drei verschiedene Wege nehmen können. Und jedes dieser drei Bücher behandelt ein Was wäre, wenn sie diesen Weg genommen hätten. Ich bin großer Was wäre, wenn Fan, das wisst ihr, und auch die Bücher haben mir gut gefallen. Sie sind nicht sehr anspruchsvoll und man darf da auch wirklich nicht zu viel reininterpretieren. Es ist einfach, ja, es ist, keine Ahnung, das Fernsehfilm-Äquivalent zu Literatur. Also es ist wirklich einfach so, ja, mal eben so, wenn gerade nichts anderes läuft, und ist dann auch ganz nett, aber ist auch nicht sonderlich anspruchsvoll.
wie gesagt, man darf da nicht zu viel reininterpretieren. Den dritten Band habe ich noch da, den werde ich auf jeden Fall auch lesen und freue mich auch drauf. Die Flüsse von London von Ben Aronovic ist auch eine Reihe, die ich letztes Jahr angefangen habe, von der ich auch vergessen hatte, dass das letztes Jahr war. Gefühlt ist das schon viel länger her, aber das liegt vielleicht einfach daran, dass sich 2021 generell einfach so krass gezogen hat und alles, was vor der Renovierung und vor dem Umzug war, ist für mich so weit weg, dass ich da auch wirklich das ja gar nicht mehr zu 2021 fast zählen kann. Die Flüsse von London von Ben Aronovic ist eine moderne Urban-Fantasy-Reihe. Es geht darum, dass bei der Londoner Polizei das erste Mal seit Jahrzehnten ein Zauberschüler aufgenommen wird. Jemand, der quasi zur Magieabteilung der Londoner Polizei gehört. Und es ist ein Kriminalfall, der gelöst werden muss in einem magisch geprägten London. So ist das bei Ben Aronovic in jedem dieser Bücher. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, 7 oder 8 von. Hinten drin sind jetzt 5. Also ich glaube, es gibt mittlerweile 7 oder 8. Und ja, es war ganz okay. Also viele Punkte haben mich in dem Buch so ein bisschen gestört. Ich finde, es waren teilweise Stellen sehr, sehr klischeehaft, fast schon ins stereotypische, vorurteilsmäßige abrutschend, was Minderheiten angeht. Und das hat mich ein bisschen gestört. Der Weltaufbau war ganz cool, aber auch nicht so unfassbar besonders, als dass ich sagen muss, ja, das haut mich total von den Socken. Wenn ich irgendwann mal über den zweiten Band günstig stolpere, werde ich da vielleicht mal weiterlesen. Aber bis dahin habe ich noch so viele andere Bücher auf meinem Sub, dass ich mir auch so denke, ja, das kann noch ein bisschen warten. Dann habe ich angefangen, eine Reihe von einer Autorin, die sehr, sehr bekannt ist und die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Ihr wisst vielleicht schon, von was ich rede. Und zwar City of Bones von Cassandra Clare, Band 1 der Chroniken der Unterwelt. Das Schattenjäger-Universum von Cassandra Clare ist unfassbar groß. Es gibt unfassbar viele Bücher und ich habe 2021 auch dorthin gefunden und habe die ersten beiden Bände der Chroniken der Unterwelt gelesen. Ja, ich bin also in dieses Universum gefallen und ich bin extrem begeistert, muss ich sagen. Also es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Es ist auch eine Urban Fantasy Geschichte. Es geht um Clary, die herausfindet, dass sie wohl irgendwie mit der Welt der Schattenjäger verzweigt ist, damit irgendwie, irgendwas hat sie damit zu tun. Sie lernt den mysteriösen Jace kennen und begibt sich auch noch auf die Suche nach ihrer verschwundenen Mutter. Und ich kann verstehen, warum die Bücher so gehypt sind. Mir haben sie auch beide, die ich gelesen habe, wirklich extrem gut gefallen. Ich habe den dritten Band hier schon stehen, da freue ich mich drauf. Wo steht er? Da hinten steht er. Da freue ich mich schon sehr drauf, der wird nicht lange ungelesen bleiben. 2022, also mit einer der besten Reihenentdeckungen aus dem letzten Jahr. Eine weitere Reihe, die ich begonnen habe und die ich auch auf jeden Fall plane weiterzulesen, weil sie mir sehr gut gefallen hat, hier nur der erste Band, ist Mortal Engines. Hier der erste Band Krieg der Städte von Philip Reeve. Ja, es geht um eine Zukunft, in der Städte mobil sind. Städte sind riesige, fahrbare Monster, die gegeneinander auch in den Krieg ziehen und in dieser postapokalyptischen, zerstörten Welt verfolgen wir einen jungen Mann und eine junge Frau, die irgendwas halt machen. Ich will da halt auch nicht zu viel erzählen und um hier nicht zu spoilern. Aber es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich hatte vor Jahren die Verfilmung von Peter Jackson gesehen, die mir damals auch ganz okay gefallen hat, wo ich einige Probleme mit hatte, die in dem Buch aber wirklich gar keinen Punkt waren, die hier gar nicht aufgetaucht sind. Also da musste ich mich wirklich nicht beschweren. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. 4 Bände hat diese Reihe an der Zahl, zumindest im Deutschen. Ich meine, es gibt im Englischen noch mehrere Spin-Offs, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht erzähle ich auch Murks. Müsstet ihr sonst, wenn es euch interessiert, mal googeln. Den zweiten Band habe ich, meine ich, auch schon hier stehen. Es ist jetzt so ungewohnt, seitdem ich das Subregal habe, muss ich immer mich so nach vorne nehmen, weil es da hinten ist. Aber ja, ich sehe ihn da, da steht er und er wartet darauf, gelesen zu werden. Und ich werde das auch tun und freue mich drauf. Dann habe ich Die Dunkelelfen von R.A. Salvatore angefangen, die Legende von Drizzt. Das ist eine Reihe, die ein bisschen kompliziert ist. R.A. Salvatore hat in diesem Forgotten Realms Universum mehrere Geschichten geschrieben,
die sich alle so, ja, die alle irgendwie zusammengehören und auch alle teilweise eine durchlaufende Story erzählen. Die sind dann aber nochmal unterteilt in verschiedene Abschnitte. Also es gibt Trilogien, es gibt irgendwie mehrteilige Reihen, aber die muss man auch alle in der richtigen Reihenfolge lesen, so wie ich das bereits verstanden habe. Und die ersten drei Bücher bilden quasi eine Trilogie. Und das ist der allererste Band überhaupt und auch der erste von der ersten Trilogie. Und den habe ich gelesen. Mein Gott, ist das kompliziert. Aber ja, so ist das. Sehr, sehr, sehr kompliziert. Es geht um Drizzt Do'Urden, der tief unter der Erde in der Welt, in dem Reich der Dunkelelfen aufwächst. Die Dunkelelfen sind machtgierige, böse Wesen, die ja alle gegeneinander immer nur Krams machen und ja einfach schlichtweg böse sind. Und Drizzt passt aber nicht in dieses Muster. Er ja, fällt da so ein bisschen raus und wir begleiten Drizzt so in seinen jungen Jahren ja, in der finsteren Welt von Benzo Beranzan, wenn ich das richtig ausspreche, diese Stadt mit diesem ganz komischen Namen. Der erste Band wirkte auf mich mehr wie eine lange Einleitung. Drizzt wird eingeführt, die Welt der Dunkelelfen wird eingeführt, die Wesenszüge werden eingeführt und auch generell die Welt, in der diese Geschichte spielt, wird irgendwie eingeführt. Aber es ist nicht so, dass es eine wirkliche Geschichte schon gibt. Es ist mehr so, plänkelt mehr so dahin und wir springen auch in der Zeit immer ein bisschen und es passiert nicht wirklich viel, aber es hat mir trotzdem gut gefallen und ich möchte da auch auf jeden Fall weiterlesen. Den zweiten Band habe ich auch schon da. Ich musste gerade mal überlegen, ob ich ihn schon da habe, aber ja, habe ich. Denn diese Bücher in dieser deutschen Ausgabe sind extrem schwer zu bekommen. Also das ist echt immer schwierig. Es gibt da auch keine anderen deutschen Ausgaben von, also von den späteren irgendwie gibt es dann wieder Aufgaben. Mann, dieser Stuhl. Langsam wird es echt zum Running Gag, dass ich vergesse, den Stuhl zu ölen. Aber immer wenn ich ihn wegräume, vergesse ich es wieder. Und es fällt mir erst wieder auf, wenn ich mich hier hinsetze und ich dann hier so ein bisschen rumquietschen muss. Naja, da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf, da weiterzulesen. Werde ich vielleicht dieses Jahr tun, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Mal gucken, da mache ich mir aber nicht so Stress. Ophelia Scale habe ich auch 2021 begonnen von Lena Kiefer. Der erste Band heißt Die Welt wird brennen. Eine unfassbar gehypte Trilogie, die mir gar nicht so gut gefallen hat. Es geht um die Zukunft, in der Technologie verboten ist und deshalb ist das wieder so ein bisschen mittelalterlich. Es gibt auch einen König und Ophelia kommt in das Schloss des Königs und soll aber dann den umbringen, ein Attentat verüben und dann verliebt sie sich aber und bla bla bla. Also es ist, ich finde, es ist alles so durchschnittlich und irgendwie Ophelia ging mir nur auf den Keks. Ich fand, vieles war einfach unschlüssig, manches hat keinen Sinn gemacht und da war ich echt teilweise ein Stück weit einfach ein bisschen genervt. Deshalb weiß ich nicht, ob ich da weiterlesen werde. Als ich das Buch beendet hatte, war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, nein, ich werde auf gar keinen Fall weiterlesen. Das passiert nicht, das werde ich nicht tun. Jetzt bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, okay, wenn mir in ein paar Jahren vielleicht der zweite oder dritte Band mal günstig über die Füße fällt, über den Weg läuft, dann, ja, dann werde ich da vielleicht mal weiterlesen. Aber meine Motivation ist wirklich sehr, sehr, sehr gering und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Buch einfach in irgendeiner Ecke hier versauert und nie die Trilogie fortgesetzt wird. Wer weiß. Ich will mich da jetzt nicht so festlegen, aber war auf jeden Fall nicht so. Nur nicht so super, super top. Was ist mit uns von Becky Albertalli und Adam Silvera ist ein Einzelroman gewesen zum Zeitpunkt des Erscheinen. Jetzt mittlerweile aber eine, zumindest mal, Dilogie. Also auf jeden Fall schon mal eine Reihe. Denn es ist vor kurzem auf Englisch der zweite Band erschienen. Und ich hoffe sehr, dass auch auf Deutsch der zweite Band erscheinen wird. Denn mir hat diese Geschichte von Arthur und Ben sehr, sehr gut gefallen. Zwei Jungs, die sich im Sommer in New York zufällig begegnen und sich dann, ja, verlieben. Und es entsteht eine kleine Liebelei zwischen den beiden im Sommer in New York. Ganz, 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 ganz toll. Hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, dass der zweite Band auch übersetzt wird, denn aber ansonsten werde ich ihn auf Englisch lesen, denn so anspruchsvoll war das nicht. Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams ist der erste Band der intergalaktischen Kultserie. Per Anhalter durch die Galaxis steht hinten drauf. Der fünfbändigen Trilogie, sagt man auch witzigerweise. Ja,
Es gibt, meine ich, 5 Bücher und ich glaube auch noch einen 6., der aber nicht mehr von Douglas Adams geschrieben wurde. Und es ist ein Science-Fiction-Klassiker, der mir auch gut gefallen hat. Und den 2. Band habe ich mir schon mal von meinem Vater ausgeliehen. Der liegt hier schon und wartet darauf, gelesen zu werden. Also da freue ich mich auch schon drauf. Dann habe ich einen Klassiker der geschichtlichen Literatur gelesen, und zwar Die drei Musketiere von Alexandre Dumas. Und auch Die drei Musketiere ist Teil einer Trilogie, auch wenn man das, glaube ich, 1800 hasse nicht gesehen noch nicht so genannt hat. Aber es gibt 2 Fortsetzungen zu Die drei Musketiere und die werde ich mir auch irgendwann mal zu Gemüte führen. Leider gibt es im Deutschen keine einheitliche Ausgabe, außer so einen komischen Schuber, den ich aber sehr hässlich finde. Da gibt es meines Wissens nach keine einheitliche Ausgabe von Die drei Musketiere. Zum Beispiel diese sehr schöne DTV-Ausgabe. Warum gibt es da nicht 2 und 3, vielleicht einen in grün und einen in blau, nochmal so in dem Design? Fände ich toll, gibt es aber nicht. Irgendwie werde ich mir da also mal die Folgebände besorgen und dann diesen sehr alten Roman weiterlesen. Dann habe ich eine Trilogie angefangen, mein erster historischer Roman war das auch noch, und so habe ich eine Reihe begonnen, eine Trilogie begonnen von einem sehr bekannten Autoren, Ken Follett, Sturz der Titanen, habe ich gemeint. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist der erste Band der Jahrhundert-Trilogie. Wir verfolgen Familiendynastien, Familien, verschiedene Menschen über mehrere Jahre, Jahrzehnte, über ein Jahrhundert, vom Ersten Weltkrieg über den Zweiten Weltkrieg bis hin zum Kalten Krieg. Der erste Band spielt zur Zeit kurz davor und kurz danach des Ersten Weltkriegs und wir folgen Familien in England, Amerika, Russland und Deutschland, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Schreibstil war ganz, ganz toll und da plane ich auch weiterzulesen. Ich habe allerdings extrem lange für dieses Buch gebraucht, was kein Wunder ist, denn es hat über 1000 Seiten, ist extrem klein geschrieben und auch schon relativ anspruchsvoll. Ich habe zwischendurch auch immer noch mal gegoogelt, weil ich die historischen Facts dann auch noch mal halt ja mir da ein bisschen mehr zu durchlesen wollte. Ja, dementsprechend werde ich auch für den 2. Band wahrscheinlich wieder ähnlich lange brauchen, und wenn ich dieses Jahr irgendwann mal vielleicht ein bisschen Zeit habe, vielleicht im Urlaub bin oder so, dann werde ich mich vielleicht mal daran wagen. Da brauche ich aber auf jeden Fall Ruhe, denn ich möchte nicht für den 2. Band auch wieder einen Monat brauchen. Und die letzte Reihe, die ich 2021 begonnen habe, wo der 2. Band auch schon auf mich wartet und wo ich hoffentlich auch ganz bald weiterlesen kann, ist Der Untergang der Könige von Jen Lyons, Band 1 der Drachengesänge-Reihe. Ja, diese Reihe ist euch in den letzten Wochen sehr häufig hier auf diesem Kanal begegnet, weil ich sie erst Ende des Jahres angefangen habe. Ich habe dieses Buch erst Ende des Jahres gelesen und es hat sich direkt auf meine Highlight-Liste katapultiert. Ein ganz toller Auftakt zu einer hoffentlich ganz tollen Fantasy-Reihe. Ich glaube, 5 Bände sind da erschienen und ich meine, das ist auch schon alles. Also ich glaube, es gibt 5 und ich glaube, die ersten 4 gibt es auf Deutsch, irgendwie so. Ganz, 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 ganz toll. Eine sehr ausgeklügelte, detailreiche Fantasy-Welt, die zum Erkunden einlädt. Und die Charaktere sind sehr, sehr liebenswert und auch teilweise sehr, sehr hassenswert, wenn es dieses Wort gibt. Und es ist einfach sehr dynamisch, sehr, sehr schön und sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend, und ich habe auch lange für dieses Buch gebraucht in dem Buzzread mit der lieben Steffi, aber es war ganz, 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 ganz toll. Es hat wirklich mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, und da freue ich mich sehr, da auch dieses Jahr weiterzulesen. Und das waren alle Reihen, die ich 2021 begonnen oder beendet habe. Echt einige, und ich habe also da echt einiges zu tun, da weiterzulesen. Mal gucken, wie das dieses Jahr so läuft. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Reihen ihr begonnen und beendet habt im letzten Jahr. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Und ich sage bis dahin.